Es gibt immer wieder Menschen, die mit ihren Talenten Außergewöhnliches erreichen und damit nicht nur andere Menschen inspirieren, sondern auch über das alltägliche Maß hinaus eine helfende Hand entwickeln. Ewald Schrober ist einer davon. Ewald war schon als Junge auf der Suche nach mehr. Grenzen zu sprengen und Dinge zu bewegen, an denen andere scheiterten. Jemand, der nie aufhörte, seine Neugier für die Gesetze der Welt und die Motivation der Menschen zu bewahren. Eines seiner großen Ziele war, eine Schule für das Leben zu gründen. Seit Jahrzehnten ist Ewald Schrober Mentaltrainer und Leiter des von ihm gegründeten Life Coaching Centers, des Europäischen Forschungs- und Bildungsinstituts für Persönlichkeitsentwicklung. Doch damit nicht genug. So gründet er auch viele weitere Bereiche, wie zum Beispiel das Life Reframing Center oder das Life Passion Coaching. Viermal im Jahr begeistert Ewald die Teilnehmer der Seminarreihe Days of Change, wenn sie miterleben können, wie Erfahrungsgrenzen gesprengt werden, wie Wunder auf Knopfdruck geschehen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein unermüdlicher Lebensforscher und Visionär. Durch seine Art, Menschen zu begeistern, wurde er 2010 zum Trainer des Jahres in Europa gewählt und vom Magazin Erfolg zum vierten Mal in Folge zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten in diesem Bereich. In den letzten Jahrzehnten begeisterte er in seinen Seminaren nicht nur Hunderttausende von Teilnehmern, er verhalf mit seinen einzigartigen Techniken unzähligen Menschen zu einem dauerhaft glücklichen und erfolgreichen Leben. Mein Gott, was steckt in uns? Zu was sind wir in der Lage? Und wir werden einen Teufel tun und zusehen, wie dort Hunderttausende von Menschen sterben, die Zukunft vernichtet wird, Kinder zugrunde gehen, egal was auch immer, wir sind da, weil wir es können. Weil wir es verstanden haben, wie mächtig der Mensch ist. Das ist Größe. Jetzt kommen die Träume. Natürlich können wir was verändern. Und wenn 8 Milliarden zusehen müssen, wir nicht. Deswegen haben wir schon Millionen von Menschen in den letzten 20 Jahren vom Tod bewahrt. Vor Elend, Verwüstung, vor jämmerliches Dahinscheiden. Da entstehen mehr Wunder, wie in der Bibel je gestanden sind. Warum? Weil wir wissen, dass wir es können. Once did a fool in the light of this moon, my mind keeps searching, and my heart